Wenn ich einzahle, auch als Abgeordneter, auch als Beamter, erwerbe ich Ansprüche. Wäre schlimm, wenn man keine erwerben würde. Wäre furchtbar. Aber der Punkt ist der, wenn ich die Beitragsbemessungsgrenze ausdehne oder dann kappe und dann die Ansprüche eben nicht linear weiterschreibe, dann habe ich im Übrigen auch einen Puffer. Und das ist unser Konzept. Ganz nebenbei wird man nicht umherkommen, das will ja niemand, also sagt ja auch die Koalition, dass die Beiträge vermutlich steigen werden. Aber wenn man auch im Übrigen auf andere Einkommen Einnahmen hat, denn wir haben in der Rente auch ein Einnahmeproblem, dann wird man Sie sagen, man verlagert das, aber wir haben die gesetzliche Rente mittelfristig sicher gemacht. Das ist der Kern. Und das kann man hinkriegen, wenn man, da gibt es noch andere Punkte, die dazugehören, Dinge, die nicht in das System reingehören, aber da sage ich, muss man sich mal ernsthaft zusammensetzen und dann dafür sorgen, dass das armutsfest wird und dass die Rente lebensstandardsichernd ist. Das kann man. Da ist der Blick nach Österreich, nicht die neue Koalition, sondern viele davor, haben es geschafft, dass die durchschnittliche Rente dort um 800 Euro, die durchschnittliche Rente um 800 Euro höher ist als in Deutschland. Da kann man vielleicht mal hospitieren gehen und fragen, wie haben die das gemacht. Herr Bartsch, müssen wir an einer Stelle ein Stück weit ehrlich sein. Wenn Sie sagen, die Leute sollen zwar immer mehr einzahlen, aber sie erwerben nicht linear, wie Sie das genannt haben, in gleichem Maße Ansprüche, ja, dann ist das letztendlich Enteignung. Nicht? Wenn man immer Leuten immer mehr einzahlen lässt, aber sie nicht in gleicher Weise etwas herausbekommen, ist das Enteignung. Genau. Das werden Sie nicht als Angriff werten, weil Sie ja bewusst für eine Politik der Enteignung stehen als Partei des demokratischen Sozialismus. Also, man muss nur so ehrlich sein, es dann auch auszusprechen. Jetzt muss ich